Und deswegen, ich bin zwar ein bisschen krank, aber ich wollte mir das, wie gesagt, nicht entgehen lassen. Aber auch das Gute ist, trotz Krankheit, wir haben ja ein hervorragendes medizinisches System hier in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, in anderen westlichen Industrienationen auch. Und deswegen haben wir jetzt eine höhere Lebenserwartung als jemals zuvor. Und die ganzen Krankheiten, an denen wir früher gestorben sind, an denen sterben wir heute nicht mehr. Zumindest nicht mehr so schnell. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja, waren ja immer so die wichtigen Gründe, wieso wir sterben. Ja, die waren immer weniger relevant für uns. Obwohl die Risikofaktoren größer geworden sind. Wir essen zu süß und zu fett und bewegen uns zu wenig. Oder gibt es hier, es sind 500 Leute hier, gibt es hier irgendjemanden, der sich genug bewegt? Drei, vier Leute bewegen sich genug. Trotzdem schlagen diese Risikofaktoren nicht durch. Und der Grund ist, dass es besser läuft als das, was Herr Leonhard erzählt hat in der Psychotherapie. Forschung und Praxis sind eng miteinander verzahnt. Die Erkenntnisse, die wir haben aus Jahrzehnten von guter Forschung, kommen in die Praxis. Und wenn wir heute zum Kardiologen gehen oder zu jemand anderem, der uns behandelt, dann können wir heute die Chance haben, eher geheilt zu werden oder mit der Krankheit zu leben, eher als früher. So, wir haben auch hier eine Risikobehaftung und haben auch hier eine Versorgung. Und es geht um Dyskalkulie. Mir ist bewusst, dass nicht jeder Mensch in diesem Raum vertraut ist mit dieser Diagnose. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich auf den Punkt 2 nochmal aufmerksam mache. Dyskalkulie zeichnet sich dadurch aus, dass ein Kind grundlegende mathematische Prinzipien nicht versteht. Es geht um die Grundrechenarten. Ja, und das, was da vorkommt, was man wissen muss, können muss, an Kompetenzen erworben haben muss, bevor man die Grundrechenarten erwirbt. Es geht nicht darum, dass ein Kind oder Jugendlicher 5 und 6er schreibt in der Schule in Infinitesimalrechnung oder in Stochastik, sondern die Kinder haben Probleme mit Plus, Minus, Mal und Geteilt. So, das Gute ist, dass unsere Wissensbasis phänomenal ist. Wenn wir uns anschauen, wie die Evidenzbasierung ist, was wir wissen über die Behandlung von Kindern mit Dyskalkulie, dann haben wir CEC-Standards, die Aussagen darüber liefern, was wir an Bedingungen erfüllt haben müssen, damit wir sagen können, das ist tatsächlich jetzt ein gutes Verfahren, ein gutes Vorgehen. Ich habe jetzt hier mal 4 aufgelistet. Wir müssen also die Veröffentlichungen in einem guten peer-reviewten Verfahren haben, mindestens 2 unabhängige Forschungsgruppen. Über Effektstärken haben wir schon was gehört, deswegen können wir 0,4 einordnen. Also es muss mindestens eben eine bestimmte Größenordnung haben und es muss sozialen Validitätskriterien entsprechen. Das heißt, Sie als Therapeutinnen und Therapeuten müssen sagen, ich kann das gut einsetzen. Es ist in der Praxis einsetzbar, tauglich, praxistauglich. Und wenn ich diese Kriterien hernehme, habe ich trotzdem, obwohl das schon wichtige Bedingungen sind, die ein bisschen was einschränken, einen unheimlich großen Fundus. Wenn ich jetzt da mal ein bisschen recherchiere, dann habe ich habe vielleicht ein paar Doppelungen dabei, an Erkenntnissen, an Studien, an guten, qualitativ hochwertigen Studien aus guten Zeitschriften, habe ich über 100.000 Treffer. Also ich weiß eine ganze Menge dazu. Wir tragen dazu bei uns an der Uni Köln. Wir haben vor kurzem das veröffentlicht, das begeistert mich. Kennen Sie Mnemotechniken? Mnemotechniken sind also wunderbar einsetzbar im Bereich der Mathematik und mich begeistert das deswegen auch gerade im Bereich der Mathematik, weil ich bin hierher gelaufen von meinen Eltern vorbei an meiner alten Schule, oben Gymnasium Erlangen, und das bringt nicht nur gute Erinnerungen hervor, weil ich habe nur eine Lehrerin gehabt, Maria Völker, und die hat mich gehasst. Ja? Und die hat, wenn ich mich gemeldet habe am Anfang noch so in der 5. Klasse, hat sie gesagt, ja Matthias, wenn du selbst dafür zu blöd bist oder das nicht verstehst, bist du blöd fürs Gymnasium. Ich habe das geglaubt, ich bin sitzen geblieben, ich habe die schlimmsten Noten, ich habe meinen Platz im Psychologie im Los gewonnen. Das Abi hat nicht gereicht. Drei Punkte habe ich gehabt in Mathematik. Und deswegen begeistert es mich, wenn ich junge Menschen haben kann, denen ich was beibringen kann in der Hinsicht. Ja, wir probieren so Sachen aus, zum Beispiel Mnemotechnik, und die haben keine Chance, es nicht zu verstehen. Ich zeige mal ein kurzes Beispiel für Mnemotechniken. Letztes Wochenende sind wir 500 Kilometer gefahren, um Max Kepler zu treffen. Ich bin ein unheimlich großer Baseball-Fan. Max Kepler ist der einzige Spieler, der es in die MLB geschafft hat, in die Major League Baseball, mit einem 30-Millionen-Vertrag jetzt. Und tun Sie mal so, als interessiert Sie Baseball überhaupt nicht. In Chicago, denke ich mal, ist es die große Frage, Cubs oder White Sox, die man sich stellen muss. Tun Sie so, als interessiert Sie das überhaupt nicht. Und ich bringe Ihnen jetzt mal bei, es gibt die Major League Baseball, teilt sich auf in die American League und die National League. Jede einzelne Liga ist aufgeteilt in unterschiedliche Divisionen. Und wir schauen uns jetzt die Division an, in der Max Kepler aktiv ist, das ist die hier, die American League Central, und versuchen Sie nicht zuzuhören. Sagen Sie, das interessiert mich nicht. Ich bin hierher gekommen, was interessiert mich Baseball? Mich interessiert erstens der Sport nicht und zweitens interessiert mich überhaupt nicht, welche Mannschaften in der American League Central spielen.
Trotzdem haben sie keine Chance mit halber Aufmerksamkeit, können jetzt irgendwas anderes machen, irgendwo in die Luft schauen und nur kurz herschauen. Da sehen Sie jetzt einen Indianer mit einer Krone. Der hat weiße Socken an und reitet auf einem Tiger. So, was haben wir jetzt gesehen? Ein Indianer, der hat weiße Socken an, eine Krone hat er auf und reitet auf einem Tiger. So, jetzt brauchen wir noch einen Zwilling von diesem Indianer und schon haben wir keine Chance, das mehr zu vergessen. Sie werden es nächsten Monat noch wissen, dass in der American League Central die Indians sind, die Royals wegen der Krone, die White Sox aus Chicago, die Tigers und die Twins. So, man kann das alles... Was? Echt? Dafür gibt es Applaus. Also sie sind wirklich ein extrem dankbares Publikum. Für sowas hier Applaus bekommen. Okay, man kann es zusammenfassen. Wir haben tolle Meta-Analysen und das ist jetzt für mich ein ganz wichtiges, starkes Argument, warum dieser Vortrag hier gut reinpasst. Passt übrigens auch wunderbar zur Migration. Ich kenne die Analysen von Hans-Werner Sinn, der gesagt hat, Migration kann entweder ein großes Risiko sein, es kann uns ewig viel Geld kosten oder es kann unser demografisches Problem lösen. Es steht und fällt mit der Frage, ob wir Lernstörungen bei den Kindern mit Migration vermeiden können. Ja? Und wir haben im Moment eine Schere, die weit auseinander geht. Kinder mit Migrationshintergrund sind unter den Schulabbrechern oder den Jugendlichen ohne Schulabschluss deutlich überrepräsentiert mit 18% im Vergleich zu 6%. Okay, aber wir wissen eine ganze Menge. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, auch nochmal das Argument, warum das uns hier betrifft. Ich habe jetzt hier mal, Hedges G ist vergleichbar mit Cohen Stee, was wir bei Herrn Leonhard gehört haben, ist nur ein kleiner Unterschied im Hinblick auf die Standardabweichung, wie sie berechnet wird. Cohen Stee hat bei kleinen Stichproben kleine Verzerrungen, aber die gleichen Kriterien gelten auch hier, 0,20 niedrige Effektstärken, 0,50 mittlere, 0,80 hohe Effektstärken. Und das sind jetzt aufgeteilt, was ich finde, wenn die Therapie ein bisschen länger dauert, 10 Wochen oder ein bisschen länger, und dann, wenn sie durch einen Therapeuten durchgeführt wird, anstatt durch sonst irgendeinen anderen Menschen. Ja, es macht einen unheimlich großen Unterschied, ob ich einen Therapeuten habe, wenn ich jetzt jemanden habe, der nicht spezifisch, besonders verhaltenstherapeutisch ausgebildet ist, dieses systematische Denken nicht verinnerlicht hat, dann habe ich eine Effektstärke von 0,3 noch irgendwas. Also deutlich eine Standardabweichung Unterschied. Ich muss eine Einzeltherapie durchführen im Vergleich zu einer Gruppentherapie. Kleingruppentherapie ist auch nochmal deutlich weniger effektiv. Ich muss nicht curricular vorgehen, also nicht einfach Nachhilfe oder mich am Curriculum orientieren, sondern die grundlegenden Probleme erfassen und in den Blickpunkt stellen, die das Kind nicht begriffen hat. Und der PC kann unterstützen, ist aber nicht ersetzbar durch, oder der Mensch kann nicht ersetzt werden durch den PC. Okay, also wir sind als Therapeuten super wichtig, wir haben einiges zu bieten. Wir haben Leitlinien, S3-Leitlinien, kennen Sie ja S1, S2a, S2b, S3, das sind die höchsten, die besten und wir haben in diesen Leitlinien genaue Hinweise, was wir machen müssen. Welche Programme helfen bei welchen Kindern? Ja, in welchem Alter, mit welchem Entwicklungsstand? Die Grünen sind die Guten, die Gelben sind die Halbguten, da gibt es noch ein paar, die taugen weniger. Aber wir haben das gesamte Wissen und trotzdem, und das ist ein großes, großes Problem, haben wir eine negative Leistungsentwicklung. Das sind die Daten des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Wir haben heute Kinder, die deutlich schlechter rechnen als vor 5 Jahren. Das heißt, obwohl wir in der Medizin diese tollen Fortschritte haben und die unmittelbar Einfluss haben auf unsere Versorgung und auf die Gefahr zu sterben an irgendwas, haben wir das in diesem Bereich, in der Lerntherapie haben wir das nicht, das wird immer schlechter. Und es mag mehrere Gründe haben, es ist vielleicht noch ein bisschen verpönt, also Lernstörungen in der bildungsorientierten Gesellschaft zu haben, ist nicht ganz so toll. Ich habe mich gestern mit Philipp Riemer getroffen, der bei mir promoviert. Wir haben ja über deine Daten ein bisschen diskutiert und haben geschaut, dass häufig Eltern mit ihren Kindern kommen und dann haben die Kinder Bauchschmerzen, vielleicht somatisieren oder sie haben Konzentrationsstörungen und dann wird erst später entdeckt, dass die Kinder tatsächlich eine Lernstörung haben. Es ist nach wie vor eine vergessene Problematik. So. Schauen wir uns kurz an, jetzt habe ich einige gesehen, die bei mir schon mal im Kurs waren, die müssen da jetzt durch und die anderen, bei denen habe ich noch mehr Spaß. Ich werde mal kurz erläutern, was eine Rechenstörung, eine Dyskalkulie ausmacht, weil dann die Lösung für das Problem eigentlich auf der Hand liegt. Ich lasse mal ein bisschen rechnen, ich schaue auf die Uhr und Sie sollen folgende Aufgaben, Sie können das dann reinrufen
oder sich kurz melden. Wir haben 500 Leute hier, es müssten einige Leute dabei sein bei einer so großen Stichprobe mit einer guten Auffassungsgabe, einer hohen Intelligenz. Das überprüfe ich jetzt innerhalb von ein paar Sekunden. Sie sollen folgende Aufgaben bearbeiten, wobei gilt A gleich nicht mitschreiben, wobei gilt A gleich 9, B gleich 8 bis J gleich 0. Was ist E plus G? Ich verstehe keine Zahlen. Gibt es nur Buchstaben? Ich habe Sie überschätzt. Das sind 30 Sekunden. Ich verstehe keine Zahlen. Und B, hat jemand B gerufen? 7 war falsch, 10 war falsch, also auch unabhängig davon, dass ich ja Buchstaben wollte. Aber die richtige Antwort hat tatsächlich B gelautet nach über 30 Sekunden. So, was muss zu H addiert oder subtrahiert werden, damit D herauskommt? Gebe Ihnen noch eine Chance. Habe ich was gehört? F ist richtig, wer hat das gesagt? Okay, sehr gut, F ist richtig, 20 Sekunden ungefähr. Die letzte Aufgabe in diesem Format, was ist F geteilt durch H? H ist richtig, fantastisch. Wer hat das gesagt? Okay, toll, wunderbar. Es waren 12 Sekunden ungefähr. Okay, jetzt kann ich Sie das noch 5 Minuten machen lassen. Nach 10 Minuten würde wahrscheinlich die letzte Person hier sagen, lass mich damit in Ruhe, ich habe überhaupt keine Lust mehr dazu. Einige von Ihnen haben schon von Beginn an abgeschalten, weil sie gemerkt haben, das ist zu anstrengend. Etliche Menschen haben sich so verhalten, das habe ich von hier aus gut sehen können, wie ein rechengestörtes Kind, haben also mit den Fingern noch gerechnet. Das heißt, die Konzentrationsstörungen, die vermeintlichen, die hätten unmittelbar eingesetzt, weil das verdammt anstrengend ist. Warum ist das anstrengend? Das waren übrigens die Aufgaben. Ne? Also da müssen wir uns überhaupt nicht drum kümmern. Unser Arbeitsgedächtnis ist minimalst belastet, wenn wir uns überlegen müssen, was ist 5 plus 3. Trotzdem sind wir nicht in der Lage gewesen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen hier in diesem Raum, und die haben auch lange gebraucht, bis sie die Lösungen hinbekommen haben. Das hat damit zu tun, dass unser Arbeitsgedächtnis, und das ist schon die Lösung für das Problem, und da wissen wir auch schon, warum so viele unterschiedliche Therapiekonzepte gut funktionieren und manche eben nicht, das ist die Lösung für das Problem. Unser Arbeitsgedächtnis ist stark begrenzt. Arbeitsgedächtnis kennen Sie alle aus dem Studium, also die Komponente des Gedächtnisses, das in der Lage ist, eine bestimmte Anzahl von Informationen zeitgleich zu bearbeiten. Unheimlich wichtig für die Mathematik. Sie müssen ganz, ganz viel automatisiert haben, damit Sie rechnen können. Sie können Ihr Arbeitsgedächtnis nicht unheimlich belasten. Und deswegen ist es in der Therapie wichtig, dass ich extrinsische Belastung reduziere. Der Krug darf nie überlaufen, ansonsten haben Sie Konzentrationsstörungen, ansonsten ticken Ihre Kinder aus, ansonsten können Sie die nicht erreichen. Und das ist das Problem von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund in der Schule, häufig mit Migrationshintergrund, weil die nochmal sich ganz anders konzentrieren müssen in der neuen Sprache. Die kommen hier, sind älter als 4 Jahre. Ja, auch Herr Leonhard, auch wenn Sie fließend Englisch sprechen, wird wahrscheinlich Ihr präfrontaler Kortex stärker belastet sein beim Englisch sprechen oder Englisch verstehen als im Deutschen, weil Sie ja erst mit 19 in die USA emigriert sind. Extrinsische Belastung halte ich gering, indem ich sehr strukturiert vorgehe in meiner Therapie. Alle guten Therapieprogramme sind sehr strukturiert. Intrinsische Belastung bedeutet, ich gehe sehr kleinschrittig vor oder dann reduziere ich die intrinsische Belastung. Wenn ich hohe Ziele erfassen möchte, jetzt Sie rechnen lassen würde, obwohl Sie gerade nicht einmal ein Zahlenbegriffsverständnis haben, das ausgereicht hat. Deswegen konnten Sie nicht rechnen. Ihr Zahlenbegriffsverständnis war nicht automatisiert. Wir durchlaufen unterschiedliche Entwicklungsstufen. Auf jeder Entwicklungsstufe muss ich sicher sein, dass das, worum es geht, gut verinnerlicht ist, weil das Arbeitsgedächtnis entlastet werden muss. Denn das Letzte, die lernbezogene Belastung, habe ich bei Ihnen gerade sehr stark künstlich erhöht. Das ist das, was die Kinder einbringen durch ihre Konzentration, durch ihr Bemühen, das sie einbringen müssen in die Lernsituation, in die therapeutische. Wenn die sich wahnsinnig konzentrieren müssen und das ewig lang dauert, dann habe ich hier ein großes Problem. Das heißt, wir sehen, dass die Programme dann besonders effektiv sind, wenn sie eine geringe extrinsische Belastung von den Kindern abverlangen. Das heißt, sie sind sehr, sehr gut strukturiert, wenn sie eine geringe intrinsische Belastung von den Kindern abverlangen. Das heißt, sie gehen sehr, sehr kleinschrittig vor. Und wenn die Kinder kommen, das zeichnet die Kinder mit Dyskalkulie aus, sie kommen mit einer sehr hohen lernbezogenen Belastung. Das heißt, die Welt,
die Kinder konfrontieren müssen in der Schule, ist so anstrengend wie für sie gerade, obwohl sie nur 2 Minuten damit befasst waren oder 3. So, jetzt schauen wir uns an, was wir damit machen. Das heißt, ich habe das nochmal hier aufgelistet, damit das Ganze ein bisschen überschaubar wird. Man kann sehr gute Aussagen machen über die unterschiedlichen Teilkompetenzen, die ein Kind braucht, um in der Schule zu bestehen. Also wenn das Kind in die erste Klasse kommt, muss es vorwärts zählen können bis 20, rückwärts zählen von 10 zum Beispiel. Muss eine ein simultanes Mengenverständnis haben. Es muss bestimmte Dinge verinnerlicht haben. Und wenn ein Kind das nicht kann, dann kann ich das vermitteln durch Prinzipien, die ich gerade angedeutet habe, wo ich gleich noch ein bisschen drauf eingehe. Und das geht unheimlich schnell. Also wenn ich jetzt die Dinge erfassen möchte, ich habe mittlerweile tolle diagnostische Tests im deutschsprachigen Raum, aber das brauche ich manchmal nicht mal. Das ist unser großer Vorteil, wenn wir uns mit solchen Phänomenen auseinandersetzen, das ist sehr, sehr genau zu erkennen. Also wenn ich jetzt Depressionen behandle oder Identitätsstörungen nach Migration, das ist sehr schwer messbar, sehr schwer zu erfassen. Hier Probleme in den Vorläuferkompetenzen, dieses Kind sollte eingeschult werden, hat massive Rückstände noch in der mathematischen Entwicklung. Das erkennt man innerhalb von ein paar Minuten sehr, sehr genau und die Kinder können ja nicht so tun, als könnten sie es. Also diese ganzen Bereiche, und es sind überschaubar wenige Bereiche, da weiß ich wirklich aus verlässlichen Studien, die entscheiden über das Wohl und Wehe. Ob ich später die Grundkompetenzen tatsächlich erworben habe, die mir den Erfolg im Beruf ermöglichen oder die es eben nicht tun, das sind eben diese überschaubaren Aspekte. Hier, was muss ich in der Grundschule erlernt haben, um in der weiterführenden Schule zu bestehen? Und das Schöne ist, ich kann das sehr, sehr genau fassen. So, und jetzt kann ich das nacheinander in Angriff nehmen. Jetzt habe ich ja schon öfters mal Kurse gemacht über Lernstörungen hier fürs IVS. Und da kriege ich manchmal so den Eindruck, dass das den Leuten fast ein bisschen zu banal ist. Ich habe 5 Minuten, ich stehe jetzt in meinem Kleinen, aber es ist gebrochen.
Na gut. Also das ist unsere Tendenz als Therapeuterinnen und Therapeuten. Da kann ein Kind die halbschriftliche Addition einfach nicht. Ja? Und wir könnten durch ein vernünftiges Selbstinstruktionstraining das Kind dorthin führen. Wir haben manchmal die Tendenz, dass wir das verkomplizieren möchten. Aber es ist tatsächlich, wenn man ein gutes Entwicklungsmodell hat, das sind die wichtigen Prinzipien, relativ einfach. Ich muss genau wissen, wo ein Kind steht. Die mathematische Entwicklung ist unheimlich transparent. Ich weiß, was ein Kind zunächst können muss. Kein Kind kann eine Entwicklungsstufe überspringen. Dann weiß ich, was als nächstes, was als übernächstes kommt. Es gibt fantastische Modelle. Die muss ich kennen als Therapeut, muss wissen, auf welcher Stufe das steht. Das geht relativ schnell. Und dann muss ich den nächsten Schritt direktiv vermitteln. Also wie nach den Prinzipien gerade, ich muss eine geringe extrinsische, eine geringe intrinsische Belastung dem Kind zumuten. Ich brauche dieses Prinzip der Null-Fehler-Toleranz, das heißt, die Kinder dürfen bei der vorherigen Stufe keine Fehler machen, das muss automatisiert sein, ansonsten überlaste ich mein Arbeitsgedächtnis. Dann gehe ich so vor bei Punkt 4, ich erhöhe die Automatisierung, muss schauen, dass ich bei allen Übungen, therapeutischen Übungen 95% richtige Antworten vom Kind bekomme, muss die Fehler unmittelbar korrigieren, die Fortschritte messen und dann kann ich die Anwendung flexibel gestalten. Es gibt dieses fantastische Phasenmodell, auf das ich kurz eingehen möchte. Das ist ein tolles Modell für jegliche Form von Lernstörungen. Das stammt von Graham und Harris. Es hat sich auch in der Mathematik super bewährt. Wir arbeiten fast nur nach diesem Modell. Es beginnt, Sie sehen das in Phase 1 mit einer Diagnostik. Und das ist auch eine Sache, die kriegt man relativ schnell hin, wenn man das ein bisschen geübt hat. Es gibt ganz typische Rechenfehler. Es geht, wie gesagt, ja nur um die Grundrechenarten. Und wenn ich jetzt mir die Kirsten anschaue, ganz rechts, dann erkenne ich das als geschulter Therapeut auf einen Blick. Die Kirsten macht nämlich genau das, was Sie gerade gemacht haben. In vielen Fällen, sie hat mit den Fingern gerechnet. Und dabei schleichen sich ganz typische Fehler ein. Das heißt, wenn sie jetzt, sie macht den einen Schritt richtig, sie zieht die Zehner von den Zehnern richtig ab, 70 minus 18, das heißt, sie rechnet 70 minus 10, es kommt auf 60, dann rechnet sie 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 8 weniger, kommt dann eben auf 53, hat sich aber verzählt oder hat zu früh begonnen. Das heißt, diese Diagnostik hilft mir, sofort festzustellen, wo ein Kind steht und was ich jetzt tun müsste, und das geht eben wunderbar mit vernünftigen Selbstinstruktionstrainings. Dann muss ich die Einzelschritte festlegen, das geht für einfache Rechnungen, es geht aber auch für komplexere Rechenformen. Das sind jetzt Mnemotechniken, keine so ganz greifbaren wie gerade mit der American League Central, aber dieses Bild werden die Kinder auch nie vergessen, Lehrer wirken unter Parkbänken leicht komisch, das wissen sie auch nächsten Monat noch, obwohl sie es jetzt nicht geübt haben. Und jetzt wissen sie zumindest die Anfangsbuchstaben einer Strategie, die man aufteilen müsste zum Lösen von Textaufgaben. Also es geht relativ schnell, die Sache ist nur, dass sie eine gewisse Zeit brauchen, um die lernbezogene Belastung zu reduzieren, bis sich das automatisiert hat. So, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, zur Motivierung, dann haben wir fantastische Möglichkeiten, das schaffe ich gut in 5 Minuten. Wenn ich einfach nur Kindern bei jeglichem Bemühen für alles, was gut läuft, rückmelde, das liegt an dir. Du hast jetzt was Tolles geschafft und das ist völlig untypisch für Kinder mit Dyskalkulie. Alles, was gut läuft, wird auf Zufall attribuiert. Wenn ich sage, das liegt an dir, du hast das geschafft, du hast dich angestrengt. Und wenn es mal nicht gut läuft, dann attribuiere ich das immer auf variable Ursachen und sage, okay, heute ist nicht dein Tag, morgen klappt es wieder besser. Allein dieser Umstand, Sie machen das 5-mal in einer Therapiesitzung, macht diesen Unterschied. Das sind Therapiesitzungen, die wir bei uns durchführen, bei uns in der Lernambulanz. Und das ist ein einfaches ABA-Design aus der Einzelfallforschung, sehr verhaltenstherapieaffin. Und wenn wir die Kinder einfach arbeiten lassen, ohne diese Art der Rückmeldung, einfach nur loben für Gutes, was passiert ist, aber ohne die Ursachen für die gute Leistung explizit in den Vordergrund zu stellen, ja, haben wir diese Leistungen. Bei B sind die Leistungen deutlich höher, bei A2, wo wir das wieder ausblenden, sind sie wieder deutlich geringer. Also diese Motivation, weil die Kinder innerlich gebrochen sind aus vielen Fällen. Ich habe geglaubt, was Frau Völker mir erzählt hat und glaube es auch immer noch irgendwie. Also es kriegt es auch nicht mehr so schnell raus. Wenn wir das gegensteuern, haben wir diese tollen Effekte. Wenn wir das Vorgehen demonstrieren, ich zeige Ihnen ein ganz kleines Beispiel, das ist eine Zähl-in-Schritten-Strategie, das ist für Kinder, die die Addition beherrschen, die Multiplikation aber noch nicht. Acht, zwölf,
Ja, allein dieser kurze Einspieler reicht, um ihnen einen Ohrwurm eingepflanzt zu haben. Es geht natürlich weiter, die Reihe bis zu 60. Und das ist auch eine fantastische Gedächtnisstrategie, eine musikalische Mnemotechnik. Und die Kinder können danach eigentlich nicht anders, als diese Reihe sich vorzusagen. Und wenn es jetzt um 3x6 geht, dann zählen sie diese Reihe einfach weiter. Sie müssen vorher die Addition begriffen haben, aber dann klappt das wunderbar. Wenn es ums Üben unter Anleitung geht, ich zeige Ihnen mal kurz eine Lehrkraft aus einer Kooperationsschule von einem Freund von mir aus den USA. Und der hat den Kindern das Größer-Kleiner-Zeichen beigebracht. Ich muss sehr, sehr intensive Übungsphasen einbauen. Das soll schon reichen. Es ist einfach nur wichtig festzustellen, dass diese Phase des Übens unter Anleitung enorm schnell ist und enorm übungsintensiv. Also die Kinder reagieren innerhalb von einer Minute 10-mal, sollen 10-mal Antworten geben. Und dann habe ich eben diese Kriterien, die ich kenne aus der Forschung, die mir das ermöglichen, diese lernbezogene Belastung relativ schnell zu reduzieren. Beim eigenständigen Üben habe ich mittlerweile fantastische Möglichkeiten. Ich darf den Menschen, den Therapeuten nicht durch den Computer ersetzen, aber wenn ich ihn dazu verwende, einmal eine Strategie einzuüben oder das zu automatisieren, was ich gerade verinnerlicht habe, dann ist der Computer fantastisch, weil die Kinder nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt hart gearbeitet haben, sondern sie kommen aus der Situation raus, aus der therapeutischen Situation nach 5 oder 10 Minuten Übung und denken, sie haben am Computer gespielt. Das Letzte hier noch ist die Ergebnissicherung und der Transfer. Wenn Sie es schaffen können, im Sinne einer kontrollierten Praxis, das, was die Kinder im Laufe der Zeit immer besser können, zu dokumentieren und es Kindern rückzumelden, wie jetzt hier die Anzahl der korrekten Ziffern, das ist jetzt mehr als die richtig gelösten Aufgaben. Wenn Sie jetzt rechnen, 5.782 minus 3.493 und rechnen 2.309, das habe ich mir aufgeschrieben, das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht, auch nicht im Kopf gerechnet, das kann ich nicht. Dann haben Sie die Aufgabe insgesamt falsch gerechnet, weil Sie einen Fehler begangen haben bei der 10er-Überschreitung. Aber die 2 bei der 2000 und die 9 am Ende war richtig, das heißt, es gäbe 2 korrekte Ziffern. So, und so kann man das aufbauen. Das heißt, meine Botschaft ist hier, dass es wahnsinnig systematisch, es kommt uns entgegen als Verhaltenstherapeutinnen und Verhaltenstherapeuten. Das heißt, es hat hier was völlig anderes zu tun, als hier sowas. Ja? Das ist ein Witz aus dem New Yorker, let's just start cutting and see what happens. So machen wir das häufig. Das ist ein Hauptproblem, dass wir einfach nicht zulassen, dass Wissenschaft in diesen Bereich genauso Eingang findet, wie in den Bereich der Kardiologie. Ja, da haben wir diese tollen Erfolge, die Menschen sterben weniger, hier werden die Kinder immer schlechter im Rechnen. Wir müssen diese Chance unbedingt nutzen, aber wir sehen das weniger professionell als in der Medizin. Das muss sich ändern. Ich hoffe, das ändert sich durch Sie, denn wir möchten nicht von einem Chirurgen operiert werden, der mal ausprobiert. Der soll genau das tun, was die Heilungschancen, die Überlebenschancen verbessert, denn das funktioniert wunderbar. Wer ist in der American League Central? Können Sie Ihrem Nachbarn mal erzählen? Machen Sie es mal. Genau. Sie haben es geschafft und dabei haben Sie nicht einmal aufgepasst und wollten es gar nicht wissen. Trotzdem hat es funktioniert. Das kann man wunderbar übertragen auf den Bereich der Mathematik. Damit bin ich, glaube ich, innerhalb der 5 Minuten geblieben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Ihre Fragen beantworte ich gerne. Matthias, vielen Dank für diesen kurzweiligen Vortrag und sind Fragen da? 58, 59, 60. Sehr gut. Ja. Kennst du das Vereinslied? Das war diese eine Übung, ne, die es da gemacht hat. Das ist so ein Fanlied für ein 1860 München. Das ist das offizielle Vereinslied. Ja. Ja, was habt ihr für Fragen? Die Schulen stellen immer fest, dass immer weniger Schüler gut rechnen können. Ja. Aber die Politik äußert nicht dazu, dass es überhaupt Dyskalkulie zum Beispiel in den weiteren Schulen anerkannt wird. Ja. Einmal die Frage, was ist die Ursache, dass es wirklich so viele Kinder gibt, die nicht rechnen können? Und die zweite Sache ist,
die politische Entwicklung, wann kann das irgendwo auch in den weiterführenden Schulen anerkannt werden? Also warum das so ist, wir haben wirklich im Moment in vielen Schulen einen katastrophalen Zustand. Das hat zu tun mit der Diskalkulie der Mitglieder der Kultusministerkonferenz. Wie kann das sein? Ja, Sie haben es vielleicht in den Medien mitbekommen. Wie kann das sein, dass wir uns heute wieder um Hunderttausende von Kindern verschätzt haben? Wir wissen, wie viele Kinder 2015 dazugekommen sind in der großen Migrationswelle. Wir wissen, wie viele Kinder ansonsten noch dazukommen durch Migration. Und wir wissen, wie viele Kinder geboren wurden vor so und so vielen Jahren. Wenn ein Kind heute geboren wird, ist eine Rechenaufgabe, wann wird es wohl eingeschult? Ja, und ich glaube mittlerweile wirklich nicht mehr dran, dass es ein Zufall ist, sondern ich glaube, da steckt ein politisches Kalkül dahinter. Es würde zu weit führen, es auszuwalzen hier. Aber die Schulen werden super schlecht ausgestattet. Wir haben fast nur Quereinsteiger in Berlin zum Beispiel oder in Brandenburg. Es gibt kaum noch ausgebildete Lehrkräfte. Selbst in Bayern ist die Situation katastrophal. Das heißt, Lernstörungen, speziell Rechenstörungen, werden gezüchtet durch Leute, die keine Ahnung haben. Also ich kann es ja wiederholen, warum die Rechenstörungen bei den Kindern zunehmen. Das ist das Ding. Also man erkennt das nicht. Die Situation ist, wir brauchen wirklich Fachwissen. Es kann nicht sein, dass 80% aller Kinder nach einer Studie von Alfred Sharpmann nicht erkannt werden mit Dyskalkulie. Da geht man in die Schulen rein und fragt die Lehrkräfte, und es sind Tausende von Kindern analysiert worden, welche Schülerinnen und Schüler in deiner dritten, vierten, fünften Klasse haben Rechenstörungen? Und dann sagen, ja, haben eigentlich niemand, hat keiner eine Rechenstörung. Und dabei werden 80% derjenigen, die tatsächlich vernünftig diagnostiziert wurden im Rahmen dieser Studie, werden übersehen. Und es ist wirklich ein hohes Maß an Inkompetenz in unseren Schulen vorhanden. Nicht, weil die Lehrer und Lehrerinnen so schlecht sind, sondern weil wir aus welchen Gründen auch immer dieses System nicht ausstatten. Man könnte so viel tun. Ja? Wir haben eine große Studie, da geht es darum, wie kann man Kindern speziell helfen, die Schwierigkeiten haben, bestimmte Lernziele zu erreichen, weil sie Schwierigkeiten haben, die deutsche Sprache zu lernen, sondern haben einen arabischen Sprachhintergrund. Ja? Also diese Kinder können kurze von langen Vokalen nicht unterscheiden, ganz schlecht, weil das Arabische keine Vokale kennt, zumindest das moderne Arabische nicht. Dann gibt es tolle Programme, die wir entwickeln. Jetzt können Sie in irgendeine Schule gehen und fragen, wer kennt sich aus damit? Das ist entscheidend, dass man das weiß. Aber es gibt keine vernünftigen Fortbildungen. Sie werden vernünftig fortgebildet. Sie können Ihren Status als Psychotherapeutin, als Psychotherapeut nur dann erhalten, wenn Sie in regelmäßige Fortbildungen gehen. Eine Lehrkraft kann auf Grundlage dessen, was sie oder er weiß, am Ende des Studiums, das ganze Leben lang, kann bei Kindern Rechenstörungen produzieren und es passiert nichts. Also es ist wirklich ein Problem des Systems, und Sie merken, ich werde da auch ein bisschen emotional, aber ich möchte jetzt trotzdem den Boden der Sachlichkeit nicht ganz verlassen. Okay. Weitere Fragen? Ja, Sie haben von der Ausstattung des Systems gesprochen vorhin. Hier bin ich. Ich habe mir die Frage gestellt, welche Rahmenbedingungen brauchen Kinder, um rechnen zu lernen oder auch schreiben oder lesen? Und sind diese Rahmenbedingungen Ihrer Ansicht nach in unserem System, in den Familien, in den Krippen, in den Kitas überhaupt noch erfüllt? Nein, die sind nicht erfüllt. Deswegen gibt es eben immer mehr Kinder mit Rechenstörungen. Das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage, aber wir haben schon einen Trend dazu, Digitalisierung möglichst früh einzuführen. Das ist ein Fehler, das zu tun. Die Kinder profitieren davon nicht. Die Hirnentwicklung ist dadurch verlangsamt. Wir haben natürlich, und es ist ja auch angesprochen worden, inwieweit können wir Eltern mit einbeziehen in die Therapie. Ich bin selber Papa von drei Kindern. Es ist wirklich unheimlich anstrengend, alles noch zu jonglieren, was man an Verpflichtungen so hat. Und natürlich entwickeln sich mathematische Grundläuferkompetenzen in der Familie durch den Austausch. Also wenn ich jetzt sage, komm mal her, Vanessa, ist meine Große, hilf mir mal beim Kochen, und dann schau mal, wie viel wir heute sind, steck mal den Tisch so, wie viele Leute heute mitessen, wie viele Teller, Messer, Gabeln brauchen wir, schau mal, wie viele Tomaten noch da sind, wie viele Eier im Eierkarton fehlen. Und wenn du mir geholfen hast, setzen wir uns danach hin und spielen, Mensch, ärgere dich nicht. Also innerhalb von kurzer Zeit haben wir lernbezogene Belastung in diesen wesentlichen mathematischen Bereichen, Mengenbegriffsverständnis, Zahlenzuordnung reduziert, auch das Zählen haben wir geübt. Das Kind wird keine Probleme haben, vorwärts und rückwärts zu zählen. Und natürlich kommt es ein bisschen kurz. Die Welt ist schnelllebiger geworden.
Es ist anstrengender und wenn man Kinder jetzt anschaut, die vernachlässigt sind und eben viel zu wenig Austausch haben mit einer erwachsenen Bezugsperson, dann hat sich das auch innerhalb der letzten 20, 30 Jahre deutlich verändert. Also die Bedingungen sind heute schlechter als vor ein paar Jahren. Das ist auch noch was dazukommt. Ja. Weitere Fragen? Ich hätte eine Frage, weil die Kinder, die eine Therapie machen, also eine Lerntherapie, eben wegen Dyskalkulie, die gehen ja währenddessen auch noch in die Schule, nehme ich mal an. Und wie wirkt sich das dann aus, wenn sie quasi dann im Matheunterricht in der Schule sind und nebenbei die Therapie machen, wo sie gut lernen, aber dann ja wieder im Matheunterricht überfordert sind? Ja, das ist schwierig, das gut hinzubekommen. Eine Möglichkeit, die sehr sinnvoll ist, sind zwei Dinge, die ich beschrieben habe. Das eine mit der Motivation, der attributionsorientierten, adaptiven Attributionsrückmeldung. Und das zweite ist das Sichtbarmachen von Erfolgen. Also wenn ich in der Schule immer eine soziale Bezugsnorm angelegt bekomme, die zeigt, du bist schlecht, da kriegst du immer einen Fünfer, dann macht das was mit dem Selbstbild. Aber wenn ich Kindern immer wieder dokumentieren kann, es liegt nicht daran, dass du es nicht kannst, es liegt daran, dass du es noch nicht kannst. Und schau dir deine Lernentwicklungskurve an. Wir haben das gemeistert, das und das auch. Wir gehen das ja systematisch durch. Wir haben eine geringe intrinsische Belastung und es macht unheimlich viel aus. Natürlich sind die nicht befreit von diesem Konflikt, aber es ist für die Kinder häufig eine absolute Wohltat. Und ich liebe diese Situation, wo Kinder, es kommt oft plötzlich, diese Eingebung haben, ich kann es ja doch. Vorher denken die, ich bin zu allem zu blöd im Bereich der Mathematik und übertragen das auf andere Lebensbereiche auch. Und dann zeige ich ihnen, so löst man das. Und dann machen sie eine Aufgabe richtig, die nächste und die übernächste auch. Und ich kann es dokumentieren. Da stehst du heute, da warst du vor 2 Wochen oder vor 2 Monaten. Und diese Erkenntnis, das Gefühl, ich bin nicht zu allem zu blöd, ich kann es ja doch, hilft den Kindern häufig auch über diese schwere Zeit hinweg, wo sie in der Schule natürlich immer noch dem Zug hinterherlaufen, der schon Fahrt aufgenommen hat und wo es sehr schwer ist, da hinterherzukommen. Also die entscheidende Komponente der Ermutigung von den Kindern richtig. In der Psychotherapie. Und das deutlich machen, also Kinder sind ja auch, wie soll ich sagen, die merken schon, wenn ich einfach nur nett bin als Therapeut und sage, ja, okay, also bist zwar nicht ganz so helle, aber ich bist ja trotzdem irgendwie nett und kannst ein paar Sachen. Das nützt jetzt weniger, als wenn ich ihnen schwarz auf weiß zeige. Du hast das wieder gerechnet. Und ich brauche dazu nicht viele Aufgaben. Oder ich kann das mit tollen Computerprogrammen auch dokumentieren. Dann kann ich zeigen, und die Kinder, wie gesagt, haben häufig das Gefühl, sie haben am Computer gespielt, nicht hart gearbeitet. Und dann zeige ich ihnen, das war deine Leistung vor 2 Monaten, das ist sie heute, das ist deine Lernkurve. Und das Gute ist, wir haben in der Lerntherapie den sogenannten Robin-Hood-Effekt, das heißt, die eher Schwachen profitieren stärker. Deswegen, wenn wir Effektstärken haben, wenn wir jetzt irgendjemandem was beibringen möchten und der ist schon relativ fit, wir haben kaum Zuwächse, aber jemand, der ganz schwach ist, es ist relativ leicht, im Kind die Grundrechenarten zu vermitteln. Mit vernünftigen Materialien, mit vernünftigen Strategien. Die Kinder profitieren innerhalb kurzer Zeit sehr stark. Und das rückmelden zu können und zu sagen, das warst du, das ist deine Lernkurve, ist fantastisch. Also gibt kaum was. Also ich bin froh, dass ich jetzt nicht mit depressiven oder angstgestörten Kindern arbeite. Da habe ich diese Erlebnisse ja nicht, wo so ein... Vielleicht noch eine letzte Frage, damit wir von der Zeit, ich habe gerade ein Signal bekommen, noch eine Frage oder sind alle, ja bitteschön. Ja, jetzt war die ganze Zeit die Rede von Kindern. Was mache ich denn, wenn ich eine Jugendliche habe, die schon 7 Jahre lang sich durchgekämpft hat, das irgendwie auch gepackt hat, jetzt aber zweimal wiederholt, seit Jahren einfach gelernt hat, sie kann es nicht. Und da geht es Richtung Schulabschluss, der nicht geschafft werden kann. Ja, Sie sprechen jetzt von einer Situation, mit der Sie selber konfrontiert sind. Wahrscheinlich, ne? Okay, es geht im Prinzip genauso, es ist allerdings deutlich schwerer. Es gibt bestimmte Entwicklungsfenster, die tun sich auf und tun sich wieder zu. Wenn ich Sie noch mal als Beispiel nehmen darf, weil Sie mit 19 Jahren ausgewandert sind in die USA. Diese sprachliche Entwicklung ist eben bis zum 4. Lebensjahr und in der mathematischen gibt es analoge Entwicklungsfenster. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie Sie mathematisch so stehen. Ich weiß eben jetzt nur von Herrn Leonhard, dass er ausgewandert ist.
Es ist relativ leicht, innerhalb der ersten 4 Jahre dem Kind zwei Sprachen genauso beizubringen, dass das Kind beide Sprachen genauso sprechen kann wie jetzt eine Sprache, wenn es nur einsprachig aufgewachsen worden ist. Es wird danach nie mehr genauso sein. Es ist möglich, und Sie sprechen bestimmt fantastisches Englisch, akzentfrei, und können sich wahrscheinlich im Schriftlichen noch besser im Englischen ausdrücken als im Deutschen, weil Sie viel mehr Übung haben in dem Bereich. Aber trotzdem wird Ihr Arbeitsgedächtnis wahrscheinlich stärker belastet sein im Englischen. Weil eben dieses Entwicklungsfenster schon geschlossen war, als Sie massiv der englischen Sprache ausgesetzt waren. Im mathematischen Bereich habe ich das gleiche Phänomen. Das heißt, es gibt bestimmte Entwicklungsstufen, auf die ich leider jetzt nicht eingehen konnte. Ich habe nur angedeutet, die gibt es. Und da muss ich schauen, dass ein Kind nicht in Rückstand kommt. Wenn ein Kind allerdings in Rückstand kommt und dann zum Jugendlichen wird und dann vielleicht sogar die Schule verlassen muss, weil nicht einmal die Grundrechenarten beherrscht werden. Und es gibt es leider immer häufiger. Also der Anteil der Jugendlichen mit massiven oder Rechenstörungen ist nochmal explodiert innerhalb der letzten Jahre. Dann kann ich genauso was machen, aber ich muss noch länger, noch intensiver üben. Aber es ist überschaubar. Sie haben gesehen, 10 Wochen ist jetzt auch nicht die Welt. Also da sind Jugendliche mit dabei gewesen in der Meta-Analyse. Das ist ein Durchschnittswert gewesen. Dann brauchen Sie halt mit Ihrem Jugendlichen, brauchen Sie dann halt 15 oder 20 Wochen. Aber gemessen an dem, was die Konsequenzen wären, wenn man es nicht täte, ist es natürlich trotzdem gut investiertes Geld und gut investierte Zeit. Ja. Chris, willst du noch etwas dazu sagen als Emigrant? Noch ein abschließendes Statement oder passt es so? Hier bitte. Also zu meinen mangelnden Deutsch- oder Englischfähigkeiten will ich jetzt mal ganz schweigen. Nee, aber ich fand die Parallele zwischen den beiden Vorträgen sehr markant, dass es eben die akademischen Studien gibt und, ja, und dann dazwischen tut sich halt der Grand Canyon auf. Richtig. Und ich benutze die gleichen Beispiele immer, wenn man sich anschaut, was man für Fortschritte in der Medizin gemacht hat, wo eben die Übersetzung der Forschung auf die Praxis viel besser funktioniert. Ich habe auch einen Unterschied, hört keiner gern, wenn ich halt in meiner Gemeinde zum städtischen Krankenhaus gehe oder an der Uniklinik Heidelberg, ist auch ein kleiner Unterschied, aber es ist ein relativ geringer und in der Psychotherapie und auch in der Pädagogik, da haben wir halt wirklich den Grand Canyon, der sich da auftut, ja, zwischen dem, was wir wissen, dass wir erreichen könnten und dem, was im Alltag erreicht wird. Und insofern ist es natürlich wundervoll, wenn man angehende Therapeuten hat, denen man sowas sagen kann, dass sich das nicht immer weiter fortpflanzt. Also ja, ich fand die Parallele war für mich sehr markant. Ja. Schön, vielen, vielen herzlichen Dank, Matthias. Ja, gerne. Und, vielen Dank.